So, machen wir ein bisschen gechillt weiter mit The Division 2. Ja, jetzt habe ich glaube ich eine Woche oder so das Game nicht mehr gezockt. Der letzte Stand weiß es gar nicht, ja, Stufe 6. Wieso Stufe 26? Ah ja, doch, stimmt, richtig. Und ich möchte ja auf Stufe 27. Ah, ich muss das Update pausieren. So, anhalten. Geiselnahme in der Nähe erkannt. So. Also, der letzte Stand war Stufe 26, bald Stufe 27. Achtet auf jede Be MG5, krass, findet man direkt hier mal korrekte Sachen hier. Alles plündern. Ich habe mir gerne GW Basketballspiel angeguckt. Jetzt muss ich mal gerade gucken, was habe ich denn hier an Waffen am Start überhaupt? Das ist ein Sniper. Hier will ich. G8, war das jetzt die, die ich neu habe? Ich glaube, das ist ein Scharfschützengewehr. Und war da nichts Episches? Oh, okay, hier war es auf Stufe 25 und gut. Geiselnahme in der Nähe. Oh, hier ist noch was zu plündern. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Sind hier gerade so eine Action. Jetzt müsste ich halt noch Kontrollpunkte machen. Um jetzt noch so ein bisschen zu leveln. Ich glaube, ich brauche nicht mehr viel bis Stufe 27. Hier war noch ein Konvoi. Kontrollpunkte gibt wie viel? 47.000. Ich mache den Kontrollpunkt. Will da noch ein bisschen zu leveln. Erstmal wieder reinkommen, Chat. Ja, ist ein Sniper. X-Wart genau springen. Und so geht man in Deckung. Richtig, alles klar. Bin ich schon da? Oh, ich bin schon da. Ich dachte, mir geht's besser, wenn wir erstmal von der
Ach, haha. Schießen sie wieder von da. Ah, Mann, jetzt geht er da nicht in Deckung. Boah, ich bin bald Level Stufe 27. Jetzt habe ich noch den Chat geachtet. Kacke. Jetzt kommt noch so ein Ding da an. Ich muss... Wieso komme ich hier nicht weiter? Krass. Jetzt muss ich mal gerade... Ah ja. So hält man sich, genau. Da ist das Ding. Diese Scheißteile da. Die gehen mir so auf den Sack, die Dinger. So. Verstärkung wirft ein. Na komm mal raus da. So. Das ist ja toll. Jetzt mischen sich noch andere ein hier. Die stehen da oben ganz schön gut, ne? Zuletzt war schon so eine Mission, wo sie so Höhenvorteile hatten irgendwie. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich weiß jetzt auch echt nicht, wie ich die da gut runterkrieg. Nächstes Mal mit dem Sniper probieren. Wo ist denn der Anführer? Da ist er. Aha. Ja, mit dem Hammer. Der frisst ganz schön viel, Chat. Kontrollpunkt gesichert. So. Ich glaube, das langt aber noch nicht für Stufe 27. Leider nicht. Welchen Rucksack habe ich denn? Ich habe schon einen epischen an. Ich den einfach mal an.
Wir kommen denn da? Der ist doch eigentlich gesichert. Das ist grün. Kontrollpunkt gesichert. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Kranken eingenommen. Ah ja, jawohl. Jawohl. Ich wollte gerade sagen, hier. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Endlich Stufe 27. Stufenaufstieg. Sehr nice. Jetzt sind wir eigentlich so stark wie hier, wo ich die ganze Zeit so verzweifelt bin. Das ist ja, ja, Stufe 27. Hier steht zwar irgendwie Stufe 28. Vielleicht ist da auch Stufe 28 empfohlen. So. Ich weiß nicht, ob ich... Soll ich es jetzt nochmal probieren, wo ich so am Verzweifeln war die ganze Zeit oder bin? Ich habe aber jetzt auch wieder keine... Oh, Moment, 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 Chat. Moment, Moment, Moment. Es gibt doch jetzt noch mal hier so ein Loot. Ah, neue Rüstung. Rüstung und... Knarre. Ich mache jetzt mal da eine Schnellreise hin, in die Siedlung. Guck mal, ich weiß nicht, wie viel Kohle ich am Start habe. Kaufe ich mir direkt mal bessere Waffen. Hier gibt's Waffen. Vielleicht habe ich was. Ersatzschlagmann, keine Ahnung, was ist das für eine Waffe? Eine Sniper oder wie? Das hier ist auf jeden Fall eine LMG und ich kann sie mir Stoner LAMG kaufen. Ich bin mir sicher, sie werden das gut Rüstung habe ich. Da kaufe ich. Ah, scheiße. Ich kann aber auch so einiges verkaufen. Muss ich mal aufpassen. Jetzt rüste ich erstmal die aus. Sniper brauche ich nicht. Da ist eine Wumme, ey, hä? Nice. Was kann ich für Sie tun? So, erstmal verkaufen. Das kann ich gebrauchen. Sehr nützlich. Oh, jetzt habe ich alles verkauft. Ha, jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Kohle. Die Gegner lassen fallen manche Sachen richtig, aber ich will mich doch jetzt ein bisschen ausrüsten. Und
Ich weiß nicht. Ersatzschlagmann, Scharfschützengewehr, okay. Ist vielleicht ein Scharfschütze vielleicht doch ganz gut. Die kann ich mir sowieso gar nicht mehr leisten, sehe ich gerade. Das ist auch ein Scharfschützengewehr. Danke für den so. Einkauf. So macht die Arbeit Spaß. Was Sie brauchen, finden Sie hier. So, dann mache ich jetzt Waffenmods drauf. Sind immer nur dieselben Tarnungen, sonst nichts. Verstehe ich nicht. Kompensator. Ein Schalldämpfer wäre irgendwie ganz nice. Es muss doch irgendwie einen Schalldämpfer geben. So, dann mal schauen. Die haben nur dieselbe Tarnung hier. Naja, Stufe 25. Der Rucksack ist Stufe 26. Hier ist schon mal so Stufe 27, die Rüstung. Okay. Dann kann man jetzt mal hingehen und machen hier eine Schnellreise hin. Dann versuche ich das Ganze nochmal. Ich mach mal gerade eine Markierung. Jetzt muss ich halt wieder so einiges von vorne machen. Aber kann sein, dass jetzt ein bisschen einfacher ist. Da hört sich so an, als wäre da ein Schalldämpfer drauf. Warte mal, ich bin sowieso irgendwie gerade falsch. Ich glaube, ich gar nicht drum rum von dem Fight. Bin aber jetzt schnell down gegangen. Kontrollpunkt in der Nähe. Hier war noch mal eine Kiste zum Looten, gell? Die ist ja wieder da.
Ich hab die ja nicht schon aufgemacht mal. Ich bin mal gespannt, wie die Mission klappt, jetzt wo wir stärker sind, auf jeden Fall wie vorher. Wo ist denn jetzt die Action? Hier rechts, gell? Brauche ich jetzt nicht. Ich renn durch. Will ja zu meiner Mission. Aber da hinten stehen jetzt eh wieder Gegner, glaube ich. Würde mich jetzt wundern, wenn nicht. Da hinten sind sie, glaube ich, schon. Oh, ja. Ah, ne, da ist ein Kollege. Oder? Ja. Ah, die sind aber alle noch eine Stufe stärker als ich. Ah. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Und ich hätte vielleicht, die kommen halt doch echt krass an, ja? Ja, scheiße, scheiße. An der Stelle hier sind die schon hardcore unterwegs. Ob ich nicht doch nochmal einen Rückzieher machen soll und lieber Level. Sind aber noch gute Stufe stärker als ich. Also ich bin doch fast der Meinung, ich glaube, ich gehe nochmal einen Rückzieher machen. Bin jetzt schon an der Brücke hier am Merken, krass. Verstehe nicht, warum die hier so Baba unterwegs sind ab hier. Alter, die tun mir richtig, richtig einen reinhauen. Soll ich vielleicht mal pusten? Bin mir gerade ehrlich gesagt am überlegen, Chat, ob ich doch nochmal einen Rückzieher mache und mich doch nochmal weiter level. Ich merke jetzt schon, dass die noch echt viel zu krass stark sind. Ich habe aber echt gerade gar nicht mehr so viele Missionen hier, die noch so viel XP bringen. ...51.000, höchstens die ganzen Kontrollpunkte. Ich bin ganz ehrlich, Chat, ich passe. Ich merke jetzt schon, die sind noch zu OP. Ich muss hier doch Stufe 28 haben, ohne Scheiß. Auf jeden Fall. Bevor ich das wieder unnötig mache, Alter, und die mir einfach wieder zu OP sind, wie gesagt... level ich lieber weiter. Mir wäre sogar lieber echt Stufe 29 sogar noch zu erreichen. Dieser Kontrollpunkt hat auch Stufe 27. Ich mache jetzt eine Schnellreise hier hin. Ich passe. Habe ich jetzt gerade schon an der Brücke gemerkt. Die sind Stufe 28, ich 27. Die sind mir einfach noch viel zu krass da. Ich habe die Mission nämlich schon mehrmals gemacht und da war ich 3-4 Stufen drunter. Und ich habe keinen Bock, ständig wieder alles von vorne zu machen. Deswegen, jetzt markiere ich da den Kontrollpunkt.
das Grillen am See. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. So. Ja, da ist doch der Kontrollpunkt, glaube ich, gell? So, wo sind die Gegner? Aha! Oh, dann willst du einen Kontrollpunkt machen und hast du direkt schon so einen Granatwerfer-Typ wieder am Start. Eieieiei. Verstärkung unterwegs. Dann noch so Haftschaum. Ah, oh, scheiße. Okay. Da geht Respekt gerade raus. Die haben mir gerade richtig gegeben. Krass. Was ich jetzt halt wieder blöd finde, ist, dass ich jetzt wieder den ganzen Weg laufen muss, glaube ich. Da bin ich gestorben. Verstärkung ist eingetroffen. Schießt auf die Mine! Oh. Eis, was ist denn das für eine Stelle, das hier? Warum sind die so OP? Schafft das einfach nicht. Ohne Witz, Chat. Krass. Da ist der Typi. Okay. Nee, lass dich echt nicht oft treffen lassen. Ich glaube, so sind aber allgemein auch die Tom Clancy-Spiele. Weiß ich schon, damals bei Rainbow Six bist du echt immer ganz schnell gestorben. Oh, der ist down. Also um ehrlich zu sein, Chat, wenn echt, die sind jetzt auf derselben Stufe wie ich, glaube ich, dann ist mir für den Stützpunkt sogar echt lieber Stufe 29 zu haben, muss ich sagen, wie das ist. Brauche Deckung zum Nachladen.
Ich weiß nicht, beim Stützpunkt kann ich da auch alle ihr holen. Ich weiß es gar nicht. Der hat sich gut da oben platziert. Ich komme nicht an ran. Komm echt jetzt gerade nicht an ran, Chat. Moment mal. Alter, die sind Stufe 25. Ich bin 2 Stufen stärker. Warum sind die denn so krass hier unterwegs? Es ist gerade nicht so einfach an den Boss ran. Okay. Wo ist jetzt da einer? Lümmelt sich irgendwie immer. Verteidigen. Oha. Direkt mit einer Pumpgun von so einer weiten Entfernung, so OP, ey. Bei dem Game übertrieben. Da hinten. Ach, ich kann nicht so weit links gucken. Okay. Da hinten ist der Anführer. Okay. Noch nicht fertig. Den Kontrollpunkt verteidigen, ja klar, mach ich. Ist noch irgendwo hier einer? Eintreffende Verstärkungsanforderung.
Hier ist noch irgendwo ein Gegner. Aha. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. MK17 Polizeiversion. Also, dann checken wir mal ab. Das hier ist auf jeden Fall die behaltisch und machen wir die Sniper weg. Und ich weiß nicht, warum immer dieselben Waffentarnungen gibt. Okay. So, ja, der nächste Kontrollpunkt ist Stufe auch 25, oder wie? Ja, ich werde die machen müssen, Chat. Gibt 17.000, das hier gibt einen. Ich werde die machen müssen. Ich sehe sonst da keinen Sinn drin, diese Stützpunkte zu machen. Einfach zu schwach für. Die sind halt einfach da. Viel zu OP, viel zu OP. So. Dann machen wir den nächsten Kontrollpunkt. Ah! Am Loot vorbei hier fast. Weil es einfach kein Sinn macht, wie oft habe ich den Stützpunkt hier schon gemacht, wie ich schwächer war. Hier den Stützpunkt Stufe 28. Deswegen, ich will einfach noch ein bisschen leveln. Oh, da gibt eine U-Bahn MDR. Ah, wollen wir auf jeden Fall ausrüsten. Ähnliche wie die andere auch, nichts anderes.
Ja, perfekt. Ach man, ich wollte direkt ausrüsten. Muss ich jetzt im Inventar machen. Ah, hier gibt schon einiges zu looten immer. Man überall rumrennt, das ist ein richtiges Loot-Game. Oh, krass. Krass, da könnte eventuell immer wieder eine Waffe drin sein. Scharfschützengewehr. Aber naja, gut. Aber das ist, zu verkaufen gut. Ausrüsten. Sieht die ein wenigstens Baba aus? Und checken wir mal ab, oder? Bekleidung. So sieht die aus. Okay. Haben wir hier nochmal irgendwie. Nö, da sind wir richtig im Weihnachtsmütze an. Masken. Keiner am Start. Wie sieht's aus? Hose. So, so. Ich weiß nicht. Ja, komm, lassen Sie mal an. Zu weit weg. Ich habe da eigentlich nur eine gute Deckung gehabt. Oh, ich habe gar nichts zum Heilen, da sehe ich gerade. Oh, läuft. Da war ein bisschen dumm von mir. Oh, 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 oh. Er hat's auf mich an. Du bleibst schön hier. Hast Deckung. Aha. Sichere Feinde erkannt. Feindlicher, schwer gepanzerter Nachschubkonvoi in der Nähe. Oh. Nein. Ganz schnell. Ja, Pumpgun läuft. Pumpgun läuft. Ja, weil er pushen kam. Oder kommt. Scheiße, scheiße. Läuft. Ich muss wirklich weiter einen Rückzieher machen. Also, was heißt ein Rückzieher? Ein bisschen eine andere Deckung suchen.
Gegner zusätzliche Feindkontakte. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Der hat sich natürlich wieder irgendwo da oben hin platziert. Der Big Boss. Ganz da hinten ist der Boss. Aber ich verpasse meinen Gym ein paar gute Hits. Wenn ich ihn so sehen würde. Ich sehe den gar nicht so wirklich. Nee, das geht so nicht. Ich muss erstmal hier aufräumen. Der hat sich ziemlich gut in Deckung da hinten. Ah, ist ja noch so einer. Ah, der ist am Geschütz oder wo ist der dran? Ich glaub's einfach nicht. Ah, wie gut die da immer in Deckung gehen. Ich kann mich im Moment nicht heilen. Ach Mann, er ist gleich am Arsch und ich muss in Deckung gehen, weil ich auch gleich am Arsch bin. So ein Scheiß wieder mal hier. Sag ja, als ob die das merken, wenn man kurz vorm Sterben ist. Da kommen die pushen. Oh, scheiße. Ein Medipack hier. Da hinten liegt was Legendäres. Feindlicher, schwer gepanzerter Nachschubkonvoi in der Nähe. Die Deckung nützt dir nichts, True Son. Befreit mich davon! Registriere zusätzliche Feindkontakte. Da drüben ist jemand! Nee, oh.
Okay, hat sich erledigt. Scheiße, jetzt kommen die von da hinten. Meine Fresse, das ist krass. Da oben. Steht er da oben? Krass. Krass. Da ist er jetzt. Mhm. Steht immer krass, von wo die immer kommen. Muss jetzt wieder einen Rückzieher machen. Ich hab nichts zum Heilen da. Ach man, er ist kurz zum Sterben. Ich glaub's einfach nicht. Deine Scheiße. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich kann. Bin jetzt echt schade. Vielleicht habe ich Glück und werde noch wiederbelebt. Ansonsten muss ich wieder alles von vorne machen und da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr drauf, Chat, irgendwie. Ich glaube, so ein NPC, der tut dich nicht wiederbeleben. Ich bin aber nicht sicher. Ist da jetzt ein Gegner oder? Das ist ein Gegner. Konnte das nicht erkennen. Ich muss auch jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwie auch gar keinen Bock mehr auf den Kontrollpunkt da jetzt. Weil ich muss ja jetzt schon wieder die Scheiße da von vorne anfangen und ich habe da echt gar keinen Bock drauf. Das Spiel ist halt echt schwer, muss ich sagen. Hat jetzt gerade gar keinen Nerv mehr. Ich weiß nicht, warum die so scheiße OP sind. Aber Mensch, ich habe den Kontrollpunkt, glaube ich, fertig. Nicht hier bin ich gestorben. Scheiße. Das ist halt immer nervig, dass man direkt wieder alles von... dass man immer wieder so weit laufen muss. Bei dem Geld, diese Speicherpunkte schon mal erwähnt, Alter, die finde ich irgendwie ein bisschen scheiße. Die sind irgendwie richtig kacke. Jetzt weiß ich gar nicht, wie es mit dem Kontrollpunkt nochmal aussieht. Der ist jetzt in keiner Hand. Ich glaube, man muss ihn jetzt einfach nur noch weiter verteidigen. Okay, das ist dann schon mal gut. Ich hätte jetzt eher gedacht, ich müsste jetzt wieder von vorne anfangen. Ah, guten Abend, danke für nix. Alles gut bei dir. Da liegt halt noch irgendwie Loot rum. Hast du Dings schon durch?
Far Cry 6. Ja, da blicke ich selber nicht durch, wie, krass. Ich wollte jetzt auch gleich schon Far Cry 6 reingehen. Ich wollte jetzt hier noch den Kontrollpunkt machen. Weil hier muss ich jetzt leveln, für die nächste Hauptmission zu machen. Den Kontrollpunkt verteidigen. Ja, bei mir ist auch alles gut. Danke, danke. Meinst du einen Spielfehler, oder? Also, da würde ich an deiner Stelle auf jeden Fall hingehen. Da du ja streamst, deine Wiederholungen... Oh, krass, wo kommen die denn überall her? Deine Wiederholungen müssten ja eigentlich... noch am Start sein, dann gehst du da hin und zeigst denen das und dann holst du ein anderes Spiel dafür oder Geld zurück. Ich habe das mit Dings gemacht, mit Cyberpunk. Ich konnte durch einen Bug nicht mehr weiterspielen. Habe ich zu denen gesagt, ja, ich streame, ich kann dann eine Wiederholung beweisen. Und dann haben die gesagt, nee, ist okay. Und dafür habe ich mir dann zwei Spiele geholt. Einmal die Evil Within 1 und 2. Aber ich finde es halt schade, weil so an für sich ist das kein schlechtes Game. Far Cry 6. Das war der Schluss. Da bin ich ja jetzt getriggert. Aber wie kann es sein, wenn, wenn du eigentlich noch gar nichts so wirklich stark gemacht hast? Also am Anfang schon so. So, eingenommen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Zugang zum Nachschubpunkt freigeschaltet. Immer noch Gegner. Der nervt. Pushen. Ich sehe, wo die ganzen Gegner da mehr kommen. Oh. Wo hast du das reklamiert? Ich habe ja damals... Aber das ist damals, das ist auch noch nicht her... Bei Saturn habe ich mir Cyberpunk geholt, aber ich glaube, das war auch so einfach, weil dieses Spiel Cyberpunk war ja auch oder ist auch bekannt dafür, für seine Bugs. Kam mir sogar eine Nachricht in das Game, weil das so verbuggt war. Genau. Sie sind hier langsam eine Art Berühmtheit. Umso.
L6 Nash A2 Sonderanfertigung. Sehr schön. War noch nicht mehr zum Vorratsraum. Der ist irgendwo oben. Kommt man hier noch hoch? Agent fordert Verstärkung an. Ich finde es aber schade irgendwie. Bei Far Cry 6 ist da an für sich ein gutes Game, aber ist natürlich wirklich eine blöde Sache, das da. Sehr gut, sehr gut. So, dann checken wir mal ab, Chat. Und zwar bin ich ja, nee, hier habe ich halt nur als Stufe 26, aber Rüstung bin ich Stufe 27. Ich lasse die da an. Handschuhe bin ich eigentlich auch ganz gut bedient mit Legendär. Hier bin ich. Ich mach, zieh die mal an. Dann. Ja, ich lasse sie auch an. Okay, achso, ich habe ja noch eine Waffe. Die LMG will ich behalten. Ich wechsle mal. Welche habe ich neu? Genau, ich wollte gerade sagen. Die ist neu. Machen wir nochmal Waffenmods drauf. Also, das ist meine LMG. So. Oh. Das ist die Sonderanfertigung. Perfekt. Dann den nächsten Kontrollpunkt. Dann könnte ich schaffen, noch auf Level 28 zu kommen. Da ist der nächste Kontrollpunkt. Gibt nochmal 51.000 XP. Die sind auch auf Stufe 25. Ja, die nächste Schnellreise. Wäre der Kontrollpunkt, den ich gemacht habe. Bin jetzt am Level in Chat. Da ich die Tage mal die Stützpunkte machen kann, das ist dann so der Endspurt von dem Game, denke ich mal. Hier an der Stelle bin ich nämlich echt verzweifelt gewesen, aber ich habe auf Stufe 24, 25 probiert, hier auf Stufe 28 durchzukommen. Und deswegen mache ich jetzt diese Nebenmissionen und Stützpunkte, also Kontrollpunkte, für halt noch ein bisschen zu leveln, weil ich bin jetzt erst Stufe 27, pack aber jetzt gleich schon auf Stufe 28. Und der eine Stützpunkt, den ich machen will, ist Stufe 28, aber mir ist ganz lieb, sogar auf Stufe 29 zu kommen, da ich sogar stärker dahin gehe. Kontrollpunkt in der Nähe erkannt.
Ah, ein sogenanntes geheimes Ende. Ja, aber es ist ja irgendwie keine Ahnung, warum haben die das denn da eingebaut? Ist ja scheiße, weil man will ja auch von dem Game was haben, ne? Also von der Story. Also ich hoffe nicht, dass ich dieses geheime Ende finde. Aber du kannst doch in dem Sinne, diese Hauptstory kannst du doch noch machen, oder nicht? Mitten am Tag. Warum bin ich noch müde? Ja. Okay, wir sollen dieses Gebiet sichern. Oder kannst du dann die Hauptstory auch gar nicht mehr machen? Moment. Ach so, du hast das durch Zufall gefunden, was eigentlich ganz selten ist zu finden, oder wie? Wie soll ich das jetzt verstehen? Versuch mal deine Wiederholung. Du kannst die ja runterladen. Wenn du die noch hast, kannst du auf deinem PC runterladen. Ah, du kannst alles machen. Ob das echte Ende ist, kann schon sein. Weil ich habe schon so Bilder gesehen, Ende vom Game. Das sieht auch so aus, wie du mir gezeigt hast. Das heißt, ich bin getriggert. Wobei es dann am Ende ist. Also habe ich keine Lust mehr auf das Game. Nee, Quatsch. Geh jetzt auf jeden Fall gleich hier rein, nach dem Kontrollpunkt. Ja, also, wenn du noch selber so Bock drauf hast, kannst du ja die Story einfach weitermachen. Oder du gehst halt hin und wo du es gekauft hast, sagst denen das, du lädst deine Wiederholung einfach mal sicherheitshalber runter auf den PC und dann sagst du, kannst es auch beweisen. Falls es nötig ist. Also bei mir wollten sie das noch nicht mal zu mehr. Ich weiß, ist das hier ein Kontrollpunkt? Ich weiß nicht. Zu dunkel hier. Ja, ja, ist ein Kontrollpunkt. Komm, pushen. Wie krass sie hier pushen kommen. Oh oh. Hier kann ich gar keine Verstärkung. Oh nein. Treffen schon ziemlich gut immer.
Ich weiß nicht, ob bei dem Kontrollpunkt, ob ich Stufe 28 erreiche. Ich hoff's. Wird knapp. Ich muss immer echt krass. Wie kommst du da dran? Du meinst dann die Wiederholung? Oder wie? Du musst auf Create a Dashboard gehen, dann gehst du auf Videoproduzent, glaube ich, und dann siehst du ja alle deine Wiederholungen. Und dann gehst du ganz einfach auf, jetzt muss ich gerade überlegen, Highlights? Warte mal jetzt, nenn it Highlights? Ja, kannst du, genau, kannst du runterladen eigentlich irgendwo da. Müsste schon stehen, dass du die runterladen kannst. Kannst da hinten mit der Pumpgun, alles klar. Falls du mal ein Problem haben solltest wie ich, weil ich aber eigentlich weniger glaube, dass du sowas kriegst, und du hast mal eine Wiederholung, wo steht, dieses Video ist in deiner Region nicht verfügbar, und kannst deine eigene Wiederholung immer gucken, ist überhaupt nicht schlimm. Du kannst die trotzdem runterladen und hast dann trotzdem alles, wie du brauchst. Also bei mir war das hin und wieder mal der Fall. Da konnte ich, da habe ich so gehabt, das ist in meiner Region nicht verfügbar. Das ist, wenn sich dann jemand gemeldet hat. Aber es ist überhaupt nicht schlimm, du kannst trotzdem alles runterladen. Du hast Zugriff auf deine Wiederholung. Grüße gehen raus an die, die das melden. Also eigentlich nützt es euch halt gar nichts, wenn ihr das macht. Was meinst du an die Kontaktdaten von Sony Store? Ach so, du hast das ja, du hast digital runtergeladen, gell? Ah, ja gut, ich kaufe mir meistens die Spiele überwiegend echt immer auf CD. Ja, ist halt ein bisschen umständlicher, ja, da müsstest du halt so gesehen die Wiederholung mit als Anhang verschicken, so. Genau. Kontrollpunkt gesichert, sehr gut. Jetzt muss ich da vorne hin. Muss erstmal aufräumen. Kann kein Signal geben. Jetzt. Ne, immer noch nicht. So, jetzt. Verstärkung unterwegs. Sich nähern. Ah, jetzt kommen wieder Gegner. Muss man nämlich noch verteidigen. Ich habe jetzt keine Ahnung, von wo die kommen. Da oben. Splittergranate!
entfernt. Ich hab's doch gehört. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt wird's aber wild. Jetzt musste ich aber gerade ganz schnell mal die Flucht ergreifen. Gar keine Deckung hab. Boah, die kommen jetzt auch noch pushen, oder wie? Ey, die sind richtig krass, die NPCs hier bei dem Game. Alles andere als dumm. Die setzen mich hier richtig unter Druck. Scheiße. Boah. Kommen sogar pushen. Jawohl! Ah, schade! Das wird geschafft! Keine Zeit, sie zu begraben! Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Hab es dir geschickt, das nicht bis zum Ende lesen, okay. Aber wegen dem Triggern, meinst du? Gut, dass Sie bei uns sind. Danke für die. Schade, ich hätte gedacht, eventuell könnte man Stufe 28 erreichen, aber ich hatte doch recht, nur knapp leider. Müsste doch noch einen Kontrollpunkt machen. Vorratsraum betreten. Da gibt es immer gute Sachen. Feindlicher Nachschubkonvoi erkannt. Ein Scharfschützengewehr ist das, oder? Oh, ein Pumpgun. Oh, wie nice. Da wollen wir mal ausrüsten. Sehen wir mal ganz anders. Ich habe sogar schon eine Weihnachtsmütze an. Habe ich einfach aus Spaß an. Eigentlich noch ein bisschen zu früh. Gehen wir mal gerade unter Bekleidung. Wieder Action. Ah. Ah ne, war ich dran. Okay. Oh, 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 oh. Leg sie um! Registriere zusätzliche Feindkontakte. Ist er geflogen? Eintreffende Verstärkungsanforderung.
Ah, Mann, der hat sich ganz schön gut da Entdeckung. Eine Kugel braucht er noch. Komm mal raus da. Der lebt doch noch. Ja, klar. Zack, gute Nacht. Sich nähernde Feinde erkannt. Ja, ich hab aufgeräumt. Gut, gell? Aber danke dir, du hast auch geholfen. Oh, korrekt. Tatsächlich. Wegen dem Angriff noch. Doch noch gelevelt. Nice. Doch noch Stufe 28 erreicht. Cool. Sehr schön, sehr schön. Jetzt wird die Mission, glaube ich, auch gar nicht mehr gelb angezeigt, sondern weiß. Wie ich es noch gemacht habe, wurde sie sogar noch rot angezeigt. Klar, dass ich an der Stelle verzweifelt bin. War einfach noch viel zu schwach dafür. Ich will aber irgendwie doch noch Stufe 29 machen. Aber ich gehe zum Far Cry 6 rein, Bock drauf. Oh. So also eine Cola ziehen. So. Der Division 2 macht auf jeden Fall auch ziemlich Bock. Aber es ist halt natürlich auch immer alles Geschmackssache. Aber Geschmäcker. Ja, das ist so eine endloses Thema eigentlich. Wenn hier, ich hatte ja schon viele gehabt, so im Chat. PC ist besser wie Konsole oder Konsole besser wie PC oder das Game ist scheiße. Alles Geschmackssache. Wobei ich sagen muss, ein PC, würde ich sagen, ist grundsätzlich grafisch der Konsole natürlich immer voraus. Aber trotzdem ist für mich einfach besser auf der Konsole zu zocken. Ich bin einfach so ein Konsolenzocker. Ich bin so lost am PC mit Maus und Tastatur. Langsam GTA RP Zocker mit Maus und Tastatur. Da freue ich mich schon mit an. Finde ich aber auch grundsätzlich zum Beispiel die PS5 für 500 € einen angemessenen Preis, womit man die nächsten, sage ich mal, 5 Jahre bestimmt alle aktuellen Games mit einer recht guten Grafik genießen kann. Ein sehr, sehr Top-Preis. Also für 500 € wird man bestimmt keinen neuen Gaming-PC kriegen, auf gar keinen Fall. Schon sehr... Ich habe die Tage, glaube ich, noch bei dem Saturn eine Grafikkarte in der Hand gehabt für fast 3000 €. Alles klar. Ich glaube, die GeForce 3090 oder so. Irgendwie so 3080 oder 3090. Ich muss ganz ehrlich sagen, Nebenmissionen habe ich schon echt alle gemacht. Bin ich denn echt so krass im Zocken? Ich sehe hier keine Nebenmissionen mehr. Und Kontrollpunkte gehen mir auch langsam aus. Okay, hier ist noch ein mit 54.000 XP. Dann... Da? Oh ja, nee, ich denke auf jeden Fall, dass ich die Stufe 29 noch erreiche. Hier ist noch Kontrollpunkt. Hier sind überall noch Kontrollpunkte zu machen. Hier ist auch direkt ein, wo ich direkt einschinnen muss. Ja... Stufe 29 werde ich... Ah, hier ist noch neutral. Vorräte verfügbar. Aha. Aha. Sehe ich, was sehen denn da meine Augen? Dann muss ich mal gerade noch hin. Ich glaube, die XP kann ich mir noch schnappen. Ist, glaube ich, noch so ein easy Ding in der da.
Also ich glaube, ich muss noch gerade verteidigen. Das ist bestimmt ein Kontrollpunkt, den ich angefangen habe. Aber nicht beendet habe, irgendwie aus irgendeinem Grund auch immer. Ja, ich habe markiert. Ich glaube tatsächlich sogar, da ich ja Stufe 28 bin, gibt es ja noch hier diesen Loot. Sehr schön. Aha. Was ist da schon wieder am Knallen? Läuft bei dem Game hier. Immer Action hier, immer Action. So, die LMG finde ich gut. Dann wechsle ich auf die... Ist dieselbe Waffe, glaube ich. Nur eine stärkere Stufe. Und halt episch. Perfekt. Noch schnell Waffenmod. Die Tarnung. Ich glaube, ich werde angegriffen. Das Game kann man nämlich nicht pausieren. Das ist quasi ein Online-Spiel, so gesehen. Das ist echt dieselbe Waffe. Ich will mich mal gerade noch meine Stufe verbessern. Stufe 27 Rucksack. Stufe 28, genau. Okay. Ich werde dich finden. Atom Ray! Sucht in jedem Winkel! Verdammt! Ich sehe sie ja! Sie versuchen es von der Seite! Da ist es nicht sicher! Meine Suchermine! Erfreut euch! Viel Spaß mit meiner Suchermine. So, ist immer Action hier in dem Game. Mal gerade schnell den Kontrollpunkt gemacht, dann ab zu Far Cry 6. So. Oh, hoffentlich komme ich da hoch. Nein! Elektronisches Gerät erkannt. Aber hier ist noch wenigstens Loot. Perfekt. Dann wollen wir auch mal direkt ausrüsten. Tragbares Gerät erkannt. So ist das. Hier ist immer noch nicht der Kontrollpunkt. Das ist einfach nur so eine uninteressante Action, sage ich mal so. Die jetzt nicht so von Interesse ist. Da halte ich mich jetzt auch einfach mal gerade raus, weil ich möchte den Kontrollpunkt dann noch fertig machen. So, Chat, jetzt geht hier noch ein bisschen Action weiter. Ah, Signal. Okay. Hab ich schon aufgeräumt. Muss ich nur Signal geben. Wieso habe ich das nicht gemacht? So verracht. Ah, jetzt kommt natürlich erstmal Verteidigen noch. Stimmt. Und dann gibt's nochmal XP. Ja, die hole ich gerade noch mit, Chat. Das hole ich noch mit. Jetzt habe ich keine Ahnung, von wo die kommen. Da hinten, oder? Oder sind das Verbündete von mir? Nee, nee.
Jo, da kommt er an hier. Mit der Pumpgun. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Jo, wo bist du denn? Da hinten, ne? Müsste der rumrennen. Wer rennt da? Ne, da ist es nicht der gepanzerte. Ach, da kommt noch eine ganze Armee an. Oh, jetzt habe ich ein bisschen unterschätzt. Au! Wie er auf Seite gejumpt ist. Der lebt halt noch, ne? Der hat halt episches fallen lassen. Guck mal, das war jetzt der Anführer, ja, die halten eigentlich was aus, aber da ich schon 2 Stufen stärker bin, habe ich ihn so easy weggemacht. Ich geb dir Deckung. Sonst nie. Gut. Mist, ich kann sie nicht sehen. Es ist natürlich wieder irgendwo hier noch ein Gegner. Wo hat er sich? Da hinten irgendwo. Ist irgendwo verbunkert. Aha. Ah. Washington Monument eingenommen. Ah, gab. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. 54.000. Übereinstimmung gefunden. Gegenstand entdeckt. Na, hoffentlich gibt es jetzt noch mal gute Waffen. Auf Stufe 28. Jawohl! Läuft! Habt ihr gut gemacht, Männers und Frauen. Bin stolz auf euch. Weiter so machen. Achso, ich muss ja so runterjumpen. Normalerweise ist das ja hier der Vorratsraum. Es muss doch irgendwas. Hä? Ah, da hoch. Okay. Hier ist kein Loot. Oh, mit der großen Kiste lass mich noch überraschen, was da drin ist. Oh, jetzt mal die kleinen Sachen hier. So. Verteidigungsprotokoll, Ausdauer, Ausstattungsmod. Gut. So, mein LMG ist zwar legendär, aber halt er ist Stufe 27, also mache ich sie weg, oder? Ist Stufe 27, genau. Und da ist ein Sniper. Eine Sonderanfertigung. Ah, ich weiß nicht, Sniper so. Ne, da muss ich echt sagen, mal ich mein LMG auf Stufe 27. Stufe 26, da ist jetzt nichts. 28, irgendwo war noch Stufe 28. Genau hier. Habe ich aber trotzdem schon drin, Stufe 28, okay.
Gut.